Ich hätte eigentlich gedacht, wenn wir den obersten Wolf töten, dann war's das. Lauf, 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 lauf. What zum Geier sind wir? Weg, 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 durch. Ich hätte irgendwo in Ruhe schlafen sollen. Ich hätte irgendwo in Ruhe schlafen sollen. Ich habe den Verdacht, hier kann ich jetzt nicht mehr schlafen. Hast du genug für Krankheit heilen? Nein. Jedenfalls jetzt gerade nicht. Oh. Hä? Wie jetzt? Oh, nein, 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 nein. Achso, hier sind wir. Das ist ziemlich verworren hier. Ich kann trotzdem nirgendwo hier schlafen. Runter, 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 runter. So, wir schlafen jetzt eine Stunde, damit sie Zauberpunkte bekommt. Genau, 25. Krankheit heilen. Schlafen. Boah, Jungs. Du, au. Du, raus hier. Und wir mussten schon wieder fliehen. Das ist, ja, genau so ist es. Wobei wir eigentlich gar nicht mehr rein müssten. Ich meine, wir haben jetzt die Perle Verwesung. Wir können die jetzt einfach dem Geist vorne am Anfang geben und dann war es das. Aber das fühlt sich irgendwie so halbfertig an. Dass wir jetzt nur das Nötigste erledigen und dann feige von dannen ziehen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Naja, erstmal geben wir die Quest ab. Und dann können wir von da aus ja zurückspringen, oben zu dem Hauptraum. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch den Bereich an, der vom Hauptraum nach Norden führte. Das sah wichtig aus. Okay, aber erstmal jetzt den Geistritter wiederfinden. Wer war da oder da? 50-50 Chance. Wenn wir verlieren, müssen wir eine Weile laufen. Yeah. Rechts. Mal gucken. Oh. Haben die sich schon wieder regeneriert oder habe ich das übersehen gehabt das letzte Mal? Das könnten wir eigentlich auch mal wieder angehen. Es gab ein paar Stellen, wo Fässer rumstanden. Und wir spielen jetzt doch schon ganz schön lange. Also für unsere Helden sind, glaube ich, schon 2 Jahre oder so vergangen. Das heißt, da könnte man auch nochmal vorbeischauen und gucken, was die Fässer so machen. Und die Gebräue und was es alles gibt. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Perle der Reinheit. Habe ich gemacht. Okay, Suchauftrag. Danke, dass du den Anführer der Würfel besiegt hast. Ich wünschte, ich wäre stark genug gewesen, um dies zu verhindern. Bitte akzeptieren meinen Dank, damit mein Geist wieder wandern kann. Ich werde die Peile mit mir nehmen, damit sie in Enros keinen weiteren Schaden anrichten kann. Bye bye. Wir sind immer noch glorreich und kein Stufenaufstieg. Das ist nicht so schön. Na gut. Sprung dahin. Du, Stunde der Kraft. Wir wollen jetzt von hier aus nach Norden. Nicht instant meine Heiler töten, nicht ins Bo. So. Hier ist nichts. Was? Das ist ein Scherz, oder? Der ganze Dungeon führt zu einem Raum, der einfach nur voll ist mit Werwölfen und keine Schatztruhen, kein gar nichts. Okay, auf der anderen Seite waren noch Räume. Also da war der Schleim und so Gedöns. Und was haben wir hier? Werwölfe. Ganz was Neues. Lauf, 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 lauf. Enter. Inferno. Hauen. Eisbombe. Tipp, 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 tipp. Krankheit heilen. Inferno.
Eisbombe. Da ist bestimmt jetzt auch wieder eine Kiste drin oder so. Oh, da hinten ist ein roter. Weg, 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 weg. So. Zeig mir einen leeren Raum. Wofür war der Knopf dann? Okay. Da ist noch eine Kiste. Bei Lay ist was kaputt gegangen. Bei ihr auch. Repariert. Oh, die Keule. Repariert. Ich weiß es nicht. Das sieht schick aus. Oh. Stärke plus 14. Was macht deins? Stärke plus 10. Deins macht Zauberpunkte plus 10. Ja, nö, komm. Kannst ruhig mal ein wenig aggressiver werden. Ich hab's. Oh. 15 Ausdauer, 5 Rüstung. Da kannst du mal gucken, was deine so kann. Aha. Ein Gürtel, halbiert den Schaden durch Geschossattacken. Nö. Oh, also auf beiden Seiten führt es nur zu einem kleinen Kämmerlein mit einer Truhe. Wo der Loot zwar ganz okay ist, aber dafür, dass das so schwer war, kann ich irgendwie nicht glauben, dass das alles war. Aber was war alles? Wenn wir jetzt hier rumgehen, kommen wir wieder zurück zu dem Schleimraum. Genau. Und hier ist nicht wirklich irgendwas. Außer ein Fass. Oh, schaut so aus, als wären wir mit dem Wolfsbau durch. Das, hey, die Schleim lasse ich jetzt hier drin. Das ist mir egal. Nicht genug Zauberpunkt. Was? So. 18, 26. Ja, definitiv besser. Bringen uns bitte hier raus, Mürrim. Da hinten. So. Wo ist die Frau? Wo ist diese. Haben wir ihren Auftrag überhaupt erledigt? Oh, hallo. Hier waren zwei Suchaufträge. Hier war der Schwertmeister. Hallo. Oh. Für sie mussten wir jemanden aus dem Schlangentempel holen. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber wir haben jetzt den Wolfsbau geschafft. Das heißt, wir könnten auch den anderen Dungeon hier in dem Gebiet schaffen. Wäre bestimmt eine interessante Herausforderung. Aber erstmal ausmisten. Waffenhändler zuerst. Wo war hier ein Waffenhändler? Hier. Weg, 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 weg. Rüstungshändler hier vorne. Weg, weg, weg. So. Weg, weg, weg. Verzaubern. Nicht genug Zauberpunkte. Ja, schlafen. Ja. Ein Schwert, ein Buch, noch ein Buch, ein komischer Umhang. Aha. Nix, nix. Okay. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kannst verkaufen. Ah. Kannst verkaufen. Kannst verzaubern. Und wir haben wieder 74.000 Gold. Also ich denke, sie brauchen wir langsam wirklich nicht mehr. Gelehrter, was machst du? Unbegrenzt identifizieren, 5% Erfahrungspunkte, nö. Weber, nee. Pferdezüchter, nee. Geschlossen. Licht ist geschlossen. Geschlossen. Schatten ist geschlossen. Zauber kaufen. Wir könnten Lehm kaufen. Kostet viel Gold. Ich weiß nicht, wie viel es bringt. Untote vernichten. Den kaufen wir mal. Goldfinger können wir auch kaufen. Stunde der Kraft haben wir. Solarstrahl haben wir noch nicht. 20 Schadenspunkte plus 1 bis 20 auf ein Ziel. Aber halt draußen. Na komm. Verlangsamen haben wir, glaube ich, auch nicht. Prismenfeuer. Kann nur in geschlossenen Räumen angewendet werden. Oh, das ist sehr gut. Dann können wir mit ihr Entfernung machen. Mit ihr Eisbombe und mit ihr Prismenfeuer. Also maximaler Flächenschaden. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Kann ich nicht. Was?
Achso, magischen Pfeil kannst du nicht, ja. Aber das sieht hier doch gleich viel besser aus. Sehr schön. Das Ganze machen wir noch bei der Gilde des Schattens. Zim, 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 zim. Schatten. Armageddon. Ist gekauft. Der hilft uns später noch. Drachenhauch hatten wir, glaube ich, schon. Taktischschutz, das haben wir. Giftwolke haben wir. Wiederbeleben haben wir, glaube ich, nicht. Schrumpfstrahl ist einfach nur lustig. Ja, okay. Du Schatten. Wiederbeleben hast du auch nicht. Schatten, die Magie des Bösen. Und Mondstrahl auch nicht. Alle Monster erleiden 1-4 Schadenspunkte für Fähigkeitspunkte und Schattenmagie. Wirkt nur im Dunkeln ein und nur in der Nacht. Quatsch, nur im Dunkeln und nur draußen. Gekauft. Kann ich nicht. Ja. Ja. So, 21.000 Gold und tierisch viele Zauber. Also wir müssen langsam keine Zauber mehr kaufen. Okay. Also wir haben die Wolfshöhle geschafft. Ich wage mich trotzdem noch nicht wirklich an die Höhle des Warlords ran, des Kriegsherrn. Teufel klingt auch recht stark. Rette mal aus dem Tempel der Schlange. Nahe Blackshire. Wo ist nahe Blackshire? Doofen Werwölfe, ich habe euch alle umgebracht. Euren Anführer und den Fluch aufgehoben und was weiß ich. Ihr sollt nicht mehr hier sein. So. Ich mag die Stadt nicht. Und ich glaube, sie mag uns auch nicht. Ich wollte einfach nur in Ruhe schlafen. Du, Gift heilen, wir gehen in die Taverne, da können wir wenigstens von Werwölfen angefallen werden. So, wo ist der Tempel der Schlange? Da ist ein Gebäude, da ist eine Wüste. Du, Fliegen. Du, Tag des Schutzes. Du, Tag der Götter. Und gucken wir nach Osten. Da ist der Zirkus. Komische Wirbelwinde. Da. Das Gebiet befreien wir mal. Du. Meteorregen. Ihr seid weg. Husch. Implosion tritt Staubbeutel. Das passt irgendwie. Luftwesen. Husch. Sehr gut. Wo sind die noch mehr? Dahinter sind noch mehr. Warte, fliegen wir einmal rum. Enter. Hallo. Meteorregen. Sieht soweit sehr machbar aus. Da sind Werwölfe. Warum sind da... Ist jetzt nicht noch ein Werwolf-Dungeon, oder? Tempel der Schlange. Also hier könnten wir auf jeden Fall einen Auftrag erledigen. Wie schaut es hier hinten aus? Ah, das ist einfach nur ein Bartempel, ne? Ja, die Form ist recht verräterisch. So, ihr alle weg. Können keine Wölfe mehr sehen. Und kurz gucken, ob es wirklich ein Bartempel ist. Ja. Mwahaha. Okay. Wir sind gerade schön hochgebufft. Also wir werden nicht schlafen, sondern einfach so einmal reinspionieren, was da so ist. Tempel der Schlange. Der Wald der Statuen lässt die Stille auf der Sterneninsel noch bedrückender erscheinen. Die Gerüchte über Medusen, die in diesem Tempel leben sollen, sind sicherlich wahr. Medusen. Ja. Wo sind? Wir haben keinen, der entsteinern kann, ne? Hallo Bürger. Was machst du hier, Bürger? Wow, okay.
Es wird nicht gut enden, wenn hier Bürger drin rumlaufen. Hm? So. Wow. Hauen. Du. Was machst du am besten? Eisbombe. Ah, keine gute Idee. Du kriegst mein Feuerkopf nicht. Na halt so. Muss echt tierisch aufpassen mit dem Typen da. Hauen, hauen. So, warum gibt Prismen vorher nicht? Richtet 25 Schadenspunkte plus 1 pro Fähigkeitspunkt in Lichtmagie bei allen Kreaturen im Sichtfall an. Dieser Zauberspruch kann nur in geschlossenen Räumen verwendet werden. Wir sind in einem geschlossenen Raum. Nö. Will er nicht. Weg. Und sie ist versteinert. Das ist ein Problem. Wie viele Zauberpunkte hast du? 10. Raus, 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 raus. Wir haben keine Möglichkeit zu entsteinern, wenn ich das richtig sehe. Verlangsam Goldfinger. Lähmung heilen ist nicht entsteinern. Es gibt einen Spruch, der quasi alles aufhebt. Oder war es ein Trank? Haben wir da einen Trank? Superresistenz, extreme Energie? Nein. Kann sie nicht nachgucken. Also ja, es gibt eine Möglichkeit, aber wir haben momentan nicht die Möglichkeit, das zu reproduzieren. Das heißt, den Tempel der Schlange werden wir erstmal meiden, solange bis wir eine Möglichkeit haben, uns jederzeit zu entsteinern. Oder wir einfach instant alles wegbrutzeln können, was uns versteinern könnte. Das heißt, wir müssen jetzt zu einem Tempel und dann suchen wir uns ein anderes Ziel. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? 3500 Gold, das ist dreist. Aber na gut. Unsere Helden ruhen sich jetzt ein wenig in Darkshire aus, das haben sie sich verdient. Und in der nächsten Folge suchen wir uns einen anderen Dungeon, wo wir uns ein bisschen umgucken. Oder wir gucken uns ein wenig in der Oberwelt um, was da noch so alles auf uns wartet. Also bis gleich.